Der Peatbock ist jetzt gleich fertig erstellt. Was schon mal gut ist. Ja, komm, noch zwei Felder. Die wirst du da schaffen. Und ich glaube, danach wird er langsam aber sicher abgehen und gucken, was fertig ist und was nie. Na, ich habe jetzt fast 4 Stacks Earth dabei. Also es ging ja relativ schnell. Und mir das kann man halt hier so auch die ganze Mine ausgraben. Mir ist das scheißegal. Alles raus mit dem Krempel. Also ich brauche keinen Dreck in der Wand. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das Dingsteil richtig angeschlossen habe. Diesen... das Sammelding. Ja, ich ja. Guck mal kurz auf dem Wiki nach. Mach das. Viel Spaß. Tu dir keinen Zwang an. Das Gute ist, die Bockwurf hinterlässt Dirt. Ah. Das heißt, es sammelt Dirt wieder ein. Das heißt, wir brauchen... Ein Dirt aber. Ach so. Okay. Das heißt, du machst quasi... Naja, mit Hilfe von 4 Dirt erzeugst du ja 6 Bockwurf. Das heißt, du kriegst 6 Dirt wieder raus. Und verlierst quasi 4 Sand. Na gut, aber... Ah, Pete is automatically ejected into attached buildcraft pipes. Das heißt, or ejected chest. Cool, das heißt, wir brauchen keine, ja, ist richtig, ich kann die Chest direkt daneben stellen. Ja, oder du brauchst halt keine Engine. Ja. So, ich habe jetzt, wie gesagt, hatten wir wirklich ein Dirtfass? In der Tat, wir hatten ein Dirtfass. Da sind jetzt 4 mal 64 plus 17 drin. Also schon mal ganz nett. So, dann habe ich für dich noch Stacks Tin. Soll ich die einfach in den Hopper hauen? Ja. Ah! Das erste Piet ist, glaube ich, fertig. Aber er haut's mir nicht raus. Bleibt quasi innen drin, ne? Soll ich doch mal die Pipe anschließen? Nee. Ja, doch, da falls kommt's raus. Plopp! Okay, also brauche mittlerweile doch eine Chest. Eine. So, hau ich das mal da rein. Könntest du ja dann gleich mit der Chest reintransportieren, theoretisch. Also wenn man ganz viel Lust hat. Interessanterweise macht er das aber nicht. Guck mal. Jetzt hat er schon wieder aufgehört. Na, hat er vielleicht keinen Speicher, kein Pete? Ist die, die Pipe wegnehme? Weil jetzt war gerade nämlich schon wieder eins fertig. Ich bin verwirrt. Ich auch. Ich gucke, als ob irgendwo nur eins fertig ist. Aber es dauert halt auch eine Weile, ne? Ja. Aber das Schöne ist, wir haben halt die ersten zwei. Das ist schon. Ja, wir warten mal. Ich hab noch, Leute. Das ist wichtig. Weil ich bin mir nicht mal sicher, ob das Ding überhaupt Strom braucht. Nee, brauchst glaube ich nicht. Der Harvester. Oder? Naja, die, der Peatbock auf jeden Fall. Ja gut, aber der hätte ja schon nur keine zwei rausgehauen, wenn er nicht Strom, wenn er Strom bräuchte. Richtig. Es wird halt gerade nichts fertig, ne? Mhm. Ach, das ist... Oder es wird gerade nicht fertig, weil er nicht abbauen kann. Dass das Ding irgendwie jetzt doch... Bug hat, aber nee. Guck mal, in dem Moment, in dem ich die Wooden Pipe da dran gemacht habe, denke ich mal. Oder ist der falsch rum angeschlossen? Weil hier oben ist so ein Loch nach oben. Nee, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Nee, ne? Die nee. Anderen zwei hatte ja auch gerade rausgehauen. Also muss es ja auch irgendwie geerntet haben. Jetzt warte mal. Ach, ist das ärgerlich. Das ist natürlich der... Hier, hinten ist eh mal Bock auf hier, ist fertig. Mhm. Hallo? Nom, 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 nom. Naja, ich weiß nicht, wie der abgeht. Ich denke mal, der scannt alle durch und immer wenn er eins findet, nimmt das dann mit. Soll ich schon mal die Truhe abbauen? Mach mal. Aber eigentlich dürfte die Truhe gerade... Ich habe eine Axt, ich mach's schon schneller, oder? Ich habe eine Axt, da geht's schneller. Nee, das hat ihn nicht interessiert. Bis jetzt hat er es noch nie abgebaut. Warte mal, ich baue mal die Pipe ab. Hat das jetzt auch gebaut? Nee. Also, dass die Pipe vielleicht eine falsche Richtung hat. Ja,
Ich habe aber leider keine Ranch. Nee, ich. Aber nee, Jetzt, Wooden Pipe hat er eigentlich. jetzt. Okay. Dann denke ich mal, wird es normal funktionieren. Schätze ich mal auch jetzt. Boah, Guck mal, die, tust die anderen zwei wieder rein? Ach so, Entschuldigung, ja. Vielleicht ist er einfach nur ein bisschen langsam, weil wir noch keinen vernünftigen Engine haben. Also hier ist jetzt wieder ins Reif. Das heißt, wir werden es ja. Ich werde es ja bald sehen, wenn es dann mehr wird. Ja, das. Gehen wir erstmal wieder rein. Haben wir Kupfer? Ich brauche 2 Copper Gears. Alleine das nimmt 8 Kupfer. Ich habe nur 6. Ich brauche 4. In Peat Engine brauche ich 11 Kupfer. Was verdammt vieles. Ja, das ist schon Ich habe in ziemlich. dem Dorf leider keine Schmiede gefunden. In der Hoffnung, da irgendwie weste Bronzerüstung oder sowas zu finden. Naja, ich könnte auch auf einer 50er Höhe Strip Mining anfangen. Dass man zu zweit Strip Mining. Ich gehe jetzt sowieso mal in den Süden Richtung dem Autumn Forest. Auf einer, was ist das, 53er Höhe? Auf Bauxit jagen. Ja, zumindest so in die Ecke mal erschließen, dass man dann da hinkommt. Ja, kann man ja machen. Kohle und Eisen, ne. Ja, tut uns leid, dass wir jetzt natürlich wieder beide nur am Abbauen sind, aber das ist ja Minecraft. Das ist ja Mine und Craft. Momentan minen wir viel, weil wir wollen ja nachher viel craften. Oh Mann, was ein schlechtes Wortspiel. Oh mein Gott, er sagt mir, es ist eine Höhle in Wenn der das so Nähe. weitergeht, baue ich mir bald das Dynamite Remote. Das kannst du auch wissen. Das was? Ach, Ich Dynamite gehe Mod. bald sprengen, mein. Kannst du machen. Das Problem ist, da brauchst du nur genug Energie für den Pulverizer, dass du genug Salpeter und Schwefel produzieren kannst. Wie war das? Ich brauchte Charcoal Dust, wenn es geht, weil Coal Dust ist ein bisschen schade. Ja, ich glaube. Salpeter und Schwefel oder sowas. Genau, und Salpeter kriegst du aus Niter. Also Niter ist ja, glaube ich, eine Art Schwefel. Salpeter. Und das Nitrit? Nee, ich weiß nicht. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall kriegst du es aus Sandstone. Pulverized Sandstone, hast du eine 5% Chance darauf. Ah, haben wir ja auch ein bisschen was da. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass wenn du quasi das eine Macerator haust, beziehungsweise wenn du den Sand. Naja, wir bräuchten so ein Wasteland. Was Weißt das? du? Cracked Sand kriegst oder was? Ja. Aber ich glaube, das musst du in die Zentrifuge hauen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Das sind so viele Rezepte, ich habe das doch nicht alles im Kopf. Allein die Zentrifugenrezepte sind, glaube ich, 195 Seiten. Ach, nee, nicht gefunden. Hier ist nur Eisen und Kohle in der Wand. Ich gehe mal nochmal nach der Peat-Farm schauen. Ja, mach das. Ich bin hier alsweiter noch am Kupfer suchen. Lol, ich bin gerade auf ein Strip-Mining-System von dir gestoßen. Weiß nicht, wo du unterwegs bist. Auf einer 50er Höhe. Ja, da habe ich mir immer nach links, immer nach rechts und immer schon Richtung Westen quasi in die Mine. Richtung Wüste. Na, ich grab mich Ja, jetzt. er baut's ab. Wir haben 8 Peat. Sehr schön. Das heißt, wir können dann einen Peat-Fired Engine bauen, sobald ich Kupfer finde. Genau. Und mit den ersten Peat-Fired Engine würde ich wahrscheinlich gleich wieder an die Peat-Farm anschließen. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir ein Magma Crucible bald bauen. Für Buildcraft speichern. Ja. Ja, brauchen wir eigentlich nie viel. Ein Bucket, ein bisschen Netherbrick, haben wir alles da. Das Problem ist eher, dass das Ding böse viel Energie frisst. Also den würde ich direkt separat anschließen und Extra Peat Engine. zwei Peat-Fired Engine direkt dran, die nur das Ding versorgen. Weil das sowieso nur so ein temporäres Ding ist. Abgesehen davon, dass wir, lass mal 1600 durch 25 teilen, viel. Ich habe gerade keinen Taschenrechner. Ja, also ist eine Menge. Wir brauchen viel Redstone. Oh, freue mich, der Peatbock funzt. Das war Das schon mal 1600 wichtig. durch 24? 25. Nee, das war mal 64. Stack. Und dann haben wir gerade mal die Dings gebaut. Den Speicher und nicht die Pipes. Dann brauchen wir, sagen wir mal, wir möchten so um die, für den Anfang, damit wir Ruhe haben, so um die 16 bis 20 Pipes. Die eine Pipe nimmt nochmal 50, also nochmal 2 Redstone pro Pipe. Stoße schon wieder Also auf bist du ein. nochmal bei 40 Redstone. Bin schon wieder auf ein System von dir gestoßen. Ja, ich war da unten schon ein bisschen unterwegs. Ich glaube, ich werde gleich mal noch mal ein Fass für Gravel bauen, ha? Jetzt habe ich mit dem Schwert abgebaut. Jetzt kriege ich gleich Ja. das Fassbrett.
Hast du dir eine neue irgendwo aufgemacht? Ja. Oh. Und bist du bei der, bist du, hast du meinen Vorgang benutzt? Nee, ich bin von der Treppe 50er Höhe, zack, in die Wand rein. Treibst du gerade hier auch? Uah. Ninja. Gott sag, ich höre doch gerade was. Blöde ist, dass im Marble einfach keine Ressourcen auftauchen, ne? Oder selten. Ich habe, glaube mal in Marble eingefasstes Kupfer gefunden. Das war's. Jetzt bin ich in der Schlucht. Ja, da dürfte auch, könnte vielleicht noch ein bisschen was sein, aber muss nicht zwingend. Du warst ja da schon ein paar Mal, ne? Könnte sein, dass alles schon weg ist. Hey, hier ist noch einmal Kupferdust. Den nehme ich doch glatt mal mit. Ja, wir hatten einen Kupferdust da. Wahrscheinlich, weil wir Gold-Maserate haben oder sowas. Kann sein. Ich weiß so nie, ob oben in den Maserator noch irgendwas Interessantes vielleicht drin ist. Oh du, da könnte natürlich massig sein, ne? Haben wir ewig nicht geschaut. Ja. Ich sehe halt auch gerade echt auch kein Kupfer unten. Ich gucke als unten, also falls ihr euch wundert, wo ich jetzt gerade meine Augen habe, ich gucke immer unten in der Schlucht, ob ich irgendwo ein bisschen was rötlich-oranges sehe. Das Gute ist, ich glaube, Peat kann man auch direkt verbrennen. Wir könnten zur Not quasi auch erst einmal Peat in die Hobbys Steam Engines hauen, aber das habe ich noch nie ausprobiert. Das Schöne ist, ich sehe tonnenweise Rubine. Ja, müssen wir auch gut beisammenhalten, die Dinger. Ja, also falls ihr euch wundert, warum wir uns daraus keine Rüstung mehr machen, ich habe halt wie gesagt rausgefunden, dass die direkt als Ersatz für Diamanten als Energy Crystals gelten. Also das, damit werden wir quasi unsere MFE bauen. Und ja, das ist halt meine Ja, Intention. Pete hat sogar. Pete macht 2000 Heat, Charcoal nur 1600. Das Ich heißt, probiere jetzt mal in Pete in ein Hobby Steam Engine zu hauen, ob es geht. Ja, das er müsste nimmt's. gehen. Das ist schön. So, ich brauche jetzt gerade Mit dem geht mal. doch die Hitze schneller hoch. Ehrlich? Ach so, ja, weil er mehr Heat produziert, ne? Ja. Aber ich werde das Pete erstmal für die Engines versuchen zusammenzuhalten. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ich wollte eine Schippe bauen, damit ich noch mal. Ich habe hier nämlich noch so Halbschluchten, weißt du, so kleine Löcher im Boden. Ob vielleicht da irgendwo noch ein bisschen Oberflächenkupfer zu finden ist. Kleiner Tipp, mit NEI nicht sortieren klicken, während du in der Ansicht bist vom Project Table. Der zieht nicht sich nämlich die Sachen auch vom Project Table aus. Okay, ich hab Kupfer. Yay. Ich weiß zwar nicht wie viel, aber. Oh. Ja, Leute. Ich hab zwei Kupfer. Ich würde mal sagen, Pete Bock steht. Wayne hat Kupfer gefunden. Das klingt dann perfekt für ein schönes Ende und einen richtigen Cliffhanger. Ja, genau. Ich habe nämlich hier sechs Kupfer. Also quasi Yay! eine Sechserquelle Kupfer. Ist natürlich ideal. Ich renne mal kurz rein. Ich habe auch schnell nochmal ein bisschen Pete Bock hergestellt. Kann ja nicht schaden. Ohne. Nicht, dass uns die Produktion abhanden geht. Naja gut, ist jetzt erstmal nicht so tragisch, aber ja. Ja, naja, wir haben noch, also die Dings hatte jetzt noch 45 drin, ich habe nochmal 48 gemacht, wir haben jetzt anderthalb Stack. Und dadurch, dass wir immer wieder ein bisschen Dirt rauskriegen, ist das auch schon mal ganz angenehm. Na gut, das reicht jetzt auch. Haben wir ungefähr auch eine Stunde geschafft. Nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Und dann bis dann. Tschö. Ciao.